Mein Name ist Julia Schmidt, ich komme von ESL Sprachreisen. Wir bieten Auslandsaufenthalte an in die ganze Welt. Das heißt, wir haben ein Programm von mehr als 20 Sprachen weltweit und bieten das Ganze quasi in Kombination mit einem Sprachkurs an, können dazu Unterkünfte vermitteln, Freizeitangebote. Das Ganze ist, sag ich mal, von 1-2 Wochen bis zu einem ganzen Jahr möglich. Das ist komplett flexibel. Man kann die Sprachreisen als Anfänger beginnen oder eben auf bestehende Sprachkenntnisse weiter aufbauen. Wenn Sie beispielsweise 2 Wochen buchen würden bei uns, dann würde der Sprachaufenthalt am Wochenende beginnen. Unterkunft kann da entweder in der Gastfamilie stattfinden, im Wohnheim, genauso aber auch in individuelleren Unterkünften, sei es Einzelapartments, Hotelunterkünfte, ganz verschieden. Am Montag würde es dann weitergehen mit dem Sprachkurs. Das beginnt dann erstmal mit einem Einstufungstest und man würde entsprechend des Ergebnisses dann in die jeweiligen Klassen des eigenen Sprachniveaus eingeteilt werden. Die Klassen sind dabei komplett international. Das heißt, wir versuchen auch in unseren Programmen immer so wenig deutschsprachige Sprachschüler vor Ort wie möglich zu haben. Einfach damit man die Möglichkeit hat, so viel wie möglich die Sprache vor Ort sprechen zu können. Und für den Nachmittag gibt es immer verschiedene Freizeitaktivitäten, Exkursionen, Ausflüge, sportliche, kulturelle Aktivitäten verschiedenster Arten. Und ansonsten ist das Wochenende natürlich immer zur freien Verfügung. Der Klassiker ist zum einen natürlich immer Englisch, an zweiter Stelle kommt dann auch schon Spanisch oder Französisch und dann an dritter Stelle kommen dann so Geschichten wie Italienisch, Japanisch, Chinesisch, Portugiesisch auch schon. Preislich ist so eine Sprachreise nicht wesentlich teurer als eine normale Pauschalreise in dem Sinne. Ich denke einfach, dass man ein bisschen mehr mitnimmt, weil man einfach kulturelle Erfahrung mit Urlaub und Sprachkurs verbinden kann.